Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Diego. Ja, heute mal mit Fressecam. Diego hat ein Video gemacht, habt ihr vielleicht gesehen. Der letzte Teil der Trilogie. Ja, ich hatte gerade Kaffee. Ich bin von Arbeit gekommen, habe Kommentare gelesen. Ich habe jetzt den zweiten Kaffee leer. Ja. Also mein erster war, ich musste mir erstmal sofort einen neuen Kaffee holen. Ne? Dann habe ich mir erstmal noch einen Kaffee geholt. Jetzt ist der auch leer. Ich habe gedacht, jetzt nimmst du erst das scheiß Video auf hier. Ja. Also die Sache beschäftigt euch mit Forbidden Mods. Ne? Ich muss dahin gucken, da ist die Kamera. Beschäftigt euch, ja. Ja, ist schön. Mich beschäftigt das auch, das Thema, ne? Was ich sehr interessant finde, ist, ich habe, glaube ich, in dem ganzen Video nicht ein heiles Haar an Giants gelassen. Das hat keinen gestört, ne? Aber weh, dem du sagst, was gegen Forbidden Mods, ne? Du bist des Todes, ne? Ja. Ich bin Punker, ich kann das ab. Ja. Also, die Sache bei mir läuft ein bisschen anders als bei normalen Menschen. Also, dass ich nicht normal bin, habt ihr mit Sicherheit schon mitgekriegt. Ich bin Punker, ich kriege öfter mal auf die Schnauze. Ich stehe da aber auch zu. Ja, das tut mir auch weh, also ich habe auch Schmerzen. Ich bin nicht unkaputtbar oder so. Tut das schon weh, wenn ich auf die Schnauze kriege. Aber manchmal ist der Schmerz, den ich ertragen muss, wenn ich es nicht mache, größer als den Schmerz, den ich bekomme, weil ich etwas gemacht habe. Und ich meine, es hält sich erst an Grenzen. Also ich habe jetzt nicht wirklich Schaden genommen, keine Angst. Also. Alles gut, es ist alles gut. Nur es geht halt darum, es ist, also einige können es halt nicht mehr ab, dass ich halt was gegen und sind halt genervt. Ne? Ihr kennt meine Standardantwort, ich mache hier Unterhaltung. Wer sich nicht unterhalten fühlt, muss einen anderen Kanal gucken. Das ist meine Standardantwort, gebe ich jedem, auch dem Helmut. Da habe ich kein Problem mit. Ich kann aber auch erklären, warum das so ist oder wie es dazu gekommen ist. Mir ist das früher auch schon aufgefallen. Ich habe ja früher wesentlich mehr mit Mods gebastelt. Und man hat da was gesehen, man hat eine Idee oder weiß ungefähr noch, man hat das mal angeklickt, ihr kennt das, ne? So, Google hilft, ne? Die gute alte Frau Google hilft, man tippt da was bei Google ein und bekommt verschiedene Ergebnisse vorgeschlagen. Und dann ist man zum Beispiel im LS11 gelandet, bei Schrotti, beim Schrottkomposter, ja? Und hat dann Trecker bla bla blub. Und guckt so Kommentare, also ich finde, deswegen, also ich feiere eure Kommentare total, ne? Weil ich finde, jeder, der einen Kommentar, also eine eigene Meinung hat, qualifiziert sich schon im oberen Drittel bei mir, ne? Super. Und so liebe ich auch die Kommentarfunktion beim Schrotti. Ich lese mir sehr gerne die Kommentare durch, um mir halt so ein Bild zu machen, so, ne? Was halt los ist, ne? Und dann sieht man, das ist mir aufgefallen. Ja, das ist lange her schon. Deep Blue, was steht da sogar? Admin verbinden Mods oder irgend sowas steht da. Ich habe schon lange nicht mehr gesehen, weil ich halt auch diese alten Mods nicht mehr suche. Schöne Mod, danke oder irgendwie so. Oder will ich auch in meinem Forum haben und so. Und dann klickt man die anderen Vorschläge bei Google an und sieht dann exakt dasselbe Modell mit einem anderen Download-Link. Und zwar ein Fuckloaded-Netlink. Und da denke ich nur, Alter, was bist du denn für ein dreckiger Bastard? Du hast dem knallhart das Ding abgezockt, Motherfucker. Ja, das ist meine persönliche Meinung. Dass es mittlerweile sich geändert haben mag, okay, ja, aber ich kriege auch heute noch aufs Maul wegen dem Dritten Reich damals. Ich war auch nicht dabei, ich kriege trotzdem aufs Maul. Ja? Also insofern, okay, da sind auch Bands schon dran gescheitert, die früher mal sich in eine gewisse Musikrichtung... Ey, das ist einfach scheiße gelaufen. Es kam auch nie ein Statement von dem Forum, dass das scheiße gelaufen ist. Es kam auch keine Entschuldigung oder... Sie haben es so stillschweigend mittlerweile geändert. Ja? Also, dass die Leute dann ihre Links wenigstens behalten dürfen und ihre Klicks bekommen. Danke, Verbeten Mods, danke. Aber... Das ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung. So habe ich halt Forbidden Mods kennengelernt, mehr oder weniger. Die Sache, dieses schlechte Meinung machen, wie ihr das nennt, das habe ich von der Rona gelernt. Ja, und das ist so, die Rona mochte mich früher auch erst nicht, weil, ja, wir hatten eine schwierige Kennenlernphase. Und die Rona hat eine ganz eigene Meinung von Forbidden Mods und die kann auch
richtig viel über Forbidden Moons erzählen und auch über Deep Blue erzählen. Da gibt es auch Screenshots von Chatverläufen zum Beispiel. Nur so als Beispiel. Gibt es auch. Ja, und ich habe mit der Rona, also Rona für den einen oder anderen, kennt sie vielleicht nur als Schlüter-Fan, 1977, glaube ich, ist der korrekte Name beim Schrotti. Ich sag mal, die geilsten Schlüter MLS kamen von der Rona. Ich sage bewusst Vergangenheit. Rona gibt es nicht mehr im LS. Weil sie einfach darauf keinen Bock hatte. Sie hat den Deep Blue, ich weiß nicht wie oft, angeschrieben und gesagt, hört damit auf, und er gibt halt einfach nur einen netten Fick drauf. Und die Sache ist jetzt die: Ich bin nicht die hellste Kerze auf der Torte, das wisst ihr. Aber ich kenne mich morgens auch nicht mit dem Hammer, auch wenn ich so aussehe. Die Rona hat mich ausgesucht, weil sie genau weiß, ich habe eine Meinung und diese Meinung vertrete ich. Und ich habe schon immer ein Herz gehabt für Minderheiten, für Schwächere, wo ich das Gefühl habe, die können sich selber nicht genug wehren. Da habe ich mich schon immer gerne für stark gemacht, und ich denke, das wusste die Rona auch. Klar hatte ich eventuell eine einseitige Berichterstattung von der Rona. Aber ich sehe mich als Ronas Sprachrohr. Und ich sage, ich habe auch nichts dagegen. Ihr könnt euren Scheiß machen. Ihr könnt das so machen, wie ihr wollt. Nur ich hebe den Finger hoch und sage, passt bitte auf. Es gibt auch noch andere Menschen. Und vielleicht ist das nicht immer alles Gold, was glänzt. Ja, ihr könnt weiter im Strom mitschwimmen. Da habe ich überhaupt nichts gegen. Ich weiß, ganz vielen interessiert das echt, so wie auch der Helmut geschrieben hat. Es juckt mich einfach nicht. Hör doch auf damit. Nein, mich juckt es. Mich juckt es, dass die Rona nicht mehr da ist. Das ist mein ganz persönliches Problem. Und das habe ich nun mal mit Verbinden Mutz. Ja, und das wird sich auch nicht ändern, weil Rona ist weg. Die kommt nicht mehr wieder. Es wird keine Schlüter-Fan-Mods mehr geben. Nicht nur für mich, für euch alle nicht. Ich könnte euch mal ein paar Renderbilder zeigen, die ich habe, was Rona noch nicht veröffentlicht hat. Da läuft mir hier so ein Sabberfaden im Mund runter. Richtig, richtig geile Sachen. Aber egal. Wie gesagt, das ist auch eine Sache, das ist halt das Ding eigentlich nur zwischen Runner. Ihr könnt im Strom schwimmen, habe ich kein Problem. Nur guckt bitte ab und zu mal links und rechts, ob einer am Absaufen ist. Ja? Packt dem ab und zu mal in den Nacken, zieht den mal hoch, dass der mal einmal Luft holen kann. Ihr könnt danach ja weiter schwimmen. Mehr will ich ja nicht von euch. Und wie gesagt, meine Attitüde ist es schon immer gewesen, sich für den Schwächeren einzusetzen. Und Rona ist in meinen Augen die schwächere Person in dem Duell. Und ich setze mich gerne für Rona ein. Da habe ich kein Problem mit. Da könnt ihr mich kaputt kloppen, so viel wie ihr wollt. Da könnt ihr mir voll auf die Fresse hauen. Ich halte das aus, weil ich es gewohnt bin. Wie gesagt, den Schmerz, den ich ertragen müsste, wenn ich es nicht machen würde, der wäre größer. So, und jetzt möchte ich eigentlich über dieses Thema Verbinden Mods so explizit nicht mehr reden. Ich habe es auch in dem Video gesagt, diese ganze Modding-Geschichte, das ist Fluch und Segen in einem. Das ist Himmel und Hölle, das ist eigentlich alles. Dieses ganze Modding-Thema ist ein heißes Pflaster. Ja. Ich weiß zum Beispiel auch, der Henry kriegt auch sein Fett ab. Jetzt nicht persönlich von mir, weil ich habe halt eine andere Meinung über Henry, weil ich ihn halt aus dem anderen Zusammenhang erkenne. Ja. Aber ich weiß, dass aus meinem Team auch gegen Henry geschimpft wird, weil es halt deren Überzeugung entspricht. Die haben ihre Attitüde, ich habe meine Attitüde. Und wie gesagt, man kann es auch nicht allen recht machen. Mich mag auch nicht jeder, ich mag nicht jeden. Und so kriegt halt jeder mal sein Fett weg. Und generell ist es immer schwierig, sich in eine Richtung, also zu polarisieren. Also generell ist es immer schwierig, Partei zu ergreifen. Zu sagen, ihr könnt alle machen, was ihr wollt. Ich habe meine Meinung. Und diese vertrete ich auch. Wem das nicht gefällt auf meinem YouTube-Kanal, der muss einen anderen Kanal gucken. Ich habe einen Mund, und diesen Mund werde ich benutzen, um das zu tun, was ich für richtig halte. Und das ist im Moment einfach, den Schwächeren zu unterstützen. So bin ich nun mal. Und wer das nicht mag, soll einen anderen Kanal gucken. So,
Habt euch lieb.